Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Landwirtschaftssimulator 22. Ja. Die Fersen wollen gefüttert werden. Ich habe mir zwar noch schon ein bisschen was drin, aber das reicht nicht ungefähr für alle. Rafe hat Gelb auf der Seite. Ich glaube, er hat sich ein bisschen getan seit der letzten Folge. Muss ich mal gucken nochmal. Ich glaube, letzte Folge haben wir Weizen angefangen zu dreschen. Damit bin ich jetzt fast durch. Da ist jetzt nur noch ein Acker und ja, eins bin ich jetzt noch am fertig machen. Dann habe ich noch zwei Gerstefelder und ein Missionsgerstenfeld. Das muss halt noch erledigt werden. Und dann war es das. Und dann können wir auch eigentlich schon wieder anfangen. Können wir weitermachen mit dem Pressen? Ballen fahren? Das wollte ich eigentlich in der Folge machen. Aber jetzt bin ich halt immer noch am Pressen und am Kühlfüttern. Hier, die Ballen neigen sich übrigens auch schon wieder dem Ende zu. Dann muss ich den Stapel da hinten anfangen. Ich finde es auch einfach nice, wie es da hinten einfach an der Ecke verschwindet. Ich pack da einfach mal zwei Ballen rein. Ich habe jetzt das Ding auch wieder einen Tag pro Season gestellt, weil es mir einfach zu langweilig war, die 4 Tage abzuwarten. Und ich habe jetzt ein Windrad. Ich finde das geil, weil so ein ähnliches steht auch bei mir in der Region. Gibt noch ein kleineres, das sieht ungefähr so aus wie das da, was da hinten steht. Das auch bei mir in der Region ist. Aber ich finde halt das Ding geiler hier. Liefert auch mehr Energie. Ich mag das Ding. Weitermachen. Mist wollen wir auch mal wieder weggebracht kriegen und Gülle ist voll. Wir müssen uns auch mal demnächst bald kümmern. Ich nehme das Video hier übrigens 10 Uhr abends auf. Ja. Der Tucano, ich habe mir jetzt übrigens, ich sag's mal so, die anderen Drescher waren mir ein bisschen zu langweilig. Da habe ich mir jetzt halt einen neuen Drescher gekauft. Ich habe aus zwei Dreschern einen Drescher gemacht. Ich habe mir halt einen Tucano gekauft. 580. Krone Schwadro. Und Ballenfahren. Ich freue mich echt schon aufs Ballenfahren. Dann holen wir jetzt hier auch nochmal Ballen hier raus. Ich habe die Scheune übrigens leer gemacht. Da war vorher halt die ganzen Ballen drin. Die wird bis zum Anschlag hier voll gemacht mit Ballen. Ich glaube, da kommt aber so eine riesige Special-Folge, wo ich wirklich so eine Stunde aufnehme. Und einfach nur mit euch Ballen fahre und hier reinbringe. Ich glaube, da muss ich mir noch ein Video daneben bei auch meine Kopfhörer anmachen, weil es mir sonst einfach zu langweilig wird. Ich kann nicht eine Stunde lang durchlabern und dann einfach nur LS zocken. Ich brauche immer noch was neben, was mein Ohr im Hinterkopf immer noch beflügelt. Weiter motiviert zu sein. Ich habe eben ein Reaktionsvideo aufgenommen. Und ja. Aber im LS bin ich irgendwie immer ein bisschen gesprächiger als bei Reaktionen. Da will ich halt das Video nicht unterbrechen. Ich mag mal alternativ. Schon seit ein paar Tagen bin ich jetzt dauerhaft an Videos hochladen, weil einfach Sommerferien sind. Ich kann es jetzt einfach machen. Ich habe die Zeit jetzt dafür. Sonst weiß ich auch nicht, was ich zock LS. Ich habe einen YouTube-Kanal, da kann ich das ja auch einfach da hochladen. Ich werde sowieso immer wieder zwischendurch ein paar Videos hochladen. Es gibt zwar so ein paar Phasen im Jahr, wo ich nicht so viel hochlade. Ich glaube, ich lade lieber im Sommer jetzt was hoch als im Winter. Obwohl im Winter sitzt ja auch nur drinne.
Wir schauen zu noch mal zu den Fersen und den kleinen Kälbern, weil das sind ja noch kleinere Kälber. Die werde ich aber in Durchschwung alle verkaufen, wenn sie erwachsen genug sind und das genügend Geld dafür abwerfen, dass man sie auch verkaufen kann. Hier sind auch schon Fersen drin. So. Meine neue Molkerei. Da wird Käse hergestellt, den wir dann für sehr viel Geld verkaufen werden. Kann ich auch mal wieder bald verkaufen. Wenn der Käsepreis gut ist, kann ich verkaufen. Das ist übrigens kein Milchstall. Ich habe weder einen Melkstall noch Dings gesehen, so ein Milchtrigger. Also ist das wirklich nur für Mast da geeignet hier. Also wird hier sozusagen einer unserer finanziellen Grundlagen draufstehen. Auf dem Maststall. Und so noch ein Mutterkuhstall. Aber wir haben auch einen Maststall. Die Mastkühe kaufen wir halt hier immer ein. Kaufe ich zum Beispiel. Und die Mutterkühe sind halt nur für den einen Kuhstall da hinten verantwortlich. Hier haben wir noch eine Güllelagune und ganz wichtig, mein Milchstall. Den müssen wir jetzt mal versorgen. Wir haben zwar 60.000 Liter Futter hier drin, aber die Kühe müssen trinken. Darum werden wir uns jetzt hier mit kümmern, mit dem Wassertank. Wir werden uns einen Wassertanker holen. Und dann werden wir erstmal die Kühe Wasser geben. Trinken. Nicht ertrinken, sondern trinken. Und den Droscher müssen wir noch ausladen. Den leeren abtanken. Und die Kühe müssen noch gefüttert werden. Also es ist ein sehr voller Zeitplan hier. Straffer Zeitplan. Mal gucken hier. Der ist ja auch schon bereit vom Ballenfahren. Ich gebe dir nämlich mal morgen so eine Stunde lang Ballenfahrvideo auf. So, was wollte ich jetzt? Ah, ich wollte ja was am holen. So, kann ich die Kühe auch nochmal gleich nochmal Wasser geben? Dauert noch ein bisschen. Hier können wir mal halt nebenbei noch so auftanken. Das sind ja eigentlich Fleischkühe hier. Die haben nur für Fleisch gezüchtet werden, aber die geben auch Milch. Das heißt, hier habe ich zwei finanzielle Grundlagen. Ich finde es einfach nur funny, dass ich einfach sage, finanzielle Grundlagen. Ich verstehe es nicht, jetzt auch noch nicht. Ich muss es im Kopf erstmal formulieren. Dann erstmal haben wir noch mal Wasser auf. Nein, nehmen wir das jetzt immer mit zu den Kühen und bringen jetzt mal das Wasser dahin. Zu meinen schönen Milchkühen. Habe ich halt schon Ballen gepresst. Ich will mal gucken, welches Acker wir dieses Jahr nicht bepflanzt haben. Hier habe ich übrigens auch ein neues Acker noch dazu gekauft. Ich will das hier auch noch zusammenlegen hier. Zu einem großen Feld hier. Damit ich mir einfach nur ein bisschen größer werde. Ich habe hier halt hier, ich bin gerade noch mit einer neuen. Da ist auch noch. Ich lasse mich zu sehr ablenken. Hier die 82 ist Missionsfeld. 19 habe ich dies Jahr nichts angebaut, aber ich glaube, da werde ich auch Grünbrache hinlegen. Mein Bruder inspiriert mich da immer, lege ich auf jedes Feld Grünbrache an. Ölrettich baut er da immer an. Ich finde das irgendwie komisch, aber es düngt. Ich werde mit dem Acker eigentlich nicht viel zu tun haben.
Ich hab's mir einfach nur gekauft, weil ich konnte. So, dann können wir mal Wasser zu den Kühen. Jetzt noch mal Kram an hier, Junge. Ah. So. Hier passen halt 2 Millionen Liter rein, passen halt hier, bis ich die voll habe. Und wenn das Ding voll ist, muss alles in der große Bi in die große Biogasanlage gepackt werden. Hier muss ich halt vorher alles aushöhlen hier, damit ich das Ding reinstecken konnte. Also ich habe es erst in eng geplatziert und dann habe ich es noch rausgebuddelt. Muss mal gucken, wie schnell lädt der Blaue auf. Auch nicht viel schneller als der andere. Ja. Ich glaube, das sollte auch gleich reichen, einfach. Ist jetzt leer, aber ich glaube, das sollte erstmal reichen. Bisher ich mir nur mit Futtermischwagen trecke. Die Ballenhänger werden wir dann da irgendwann rausziehen. Da habe ich aber Mist nach hingekippt. So, jetzt können wir uns weiter mit anderen Aufgaben beschäftigen. Ich habe die Kühe gefüttert, ich habe Kühe Wasser gegeben. Gülle werde ich nächstes Mal wegbringen müssen. Das war's eigentlich. Und ich habe ein neues Silo gebaut. Hinten beim Industriegebiet. Habe ich noch ein riesiges Silo gebaut, damit ich richtig viel lagern kann. So. Jetzt werden wir erstmal hier den Drescher abtanken. Auf dem Feld habe ich es geliebt, Ballen abzufahren. Wir sind ja schon bei 12 Minuten, wo ist die ganze Zeit hin? Ich glaube, ich nehme mir 2 Videos auf. Heute Abend. Weil die Zeit einfach so schnell umgeht, ich nenne das einfach Teil 2. Und der hat die 600 Kilometer geschafft. Der Trecker. Jetzt fahr doch, Junge. Fahr. Ist es nicht schwer, einen Mähdrescher zu fahren? Gut, dann warten wir halt. Auch so mal so ein XXL-Mähdrescher-Event machen. Das mit 16 Leute. Oder weniger, wo sich dann alle aufteilen zwischen Abfahrer und normal Drescherfahrer. Dann kriegt jeder Drescher einfach seinen eigenen Abfahrer. Das wäre auch mal eine coole Idee. Habe ich mir damals im YouTube-Video gesehen. Also es ist nicht meine Idee. Ich muss die kleinen Bäume hier am Feldrand entfernen. Mein Herz schlägt einfach immer für ein Ducano. Schöner Mähdrescher. So. Damit würde ich auch noch sagen, das soll es für das Video für heute gewesen sein. Hier unten kommt jetzt noch eine Reaktions auf die kommt jetzt auf die Reaktionsplaylist. Hier unten kommt ein Reaktionsvideo. Und rechts könnt ihr noch meinen Kanal abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Und Tschüsselkowski.